Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute am Montag, heute ist der 9.04.2018, also ein ganz aktuelles Video, will ich mich mit euch mal über die Chancen und Risiken für Optionsverkäufer ganz speziell in den Equity-Märkten, also in den Aktienmärkten mal unterhalten und was man also momentan beachten muss, wo lauern die Gefahren, wo liegen aber auch die Chancen und darum geht es jetzt hier in diesem Video. Also, eins ist ganz klar, der Freitag war wieder mal eine Überraschung. Man muss natürlich sagen, keine positive, sondern eine negative Überraschung. Wir hatten ja letzte Woche mehrmals Tage, wo es sehr, sehr schön nach oben ging. Also Anfang der Woche war es ja so, dass der Markt noch ein bisschen nach unten ging und da lief es eigentlich die ganze Woche schön nach oben und dann kam natürlich wieder am Freitag der Tweet von Donald, der also gesagt hat, okay, wir verschärfen noch einmal die Tariffs, also die Handelsrestriktionen bzw. Zölle, nennen wir es einfach mal beim Namen, die Zölle gegenüber den Chinesen und das hat dann am Freitag zu einem recht deutlichen Abverkauf geführt, weil natürlich jeder gesagt hat, klar, dann gehe ich doch nicht mit Positionen ins Wochenende. Was ist denn, wenn die Chinesen andererseits darauf jetzt antworten? Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Volatilität nochmal angestiegen ist, aber vor allen Dingen eben auch, dass die Aktienmärkte nochmal eingebrochen sind. Der Dow Jones war zwischenzeitlich, glaube ich, über 600 Punkte im Minus, zum Ende dann über 500 Punkte. Der S&P ist gefallen, der Nasdaq ist gefallen, alles ist gefallen. Wir haben an der NYSE am Freitag einen 90-prozentigen Abwärtstag gesehen. Und das war jetzt auch nicht der erste, sondern es gab schon mehrere, die wir in den letzten Tagen hatten. Und ihr merkt es ja selbst, wenn ihr Routinen macht, dass zurzeit auch die Panikzeichen natürlich immer wieder anspringen. Ne? Also wir haben 90% Abwärtstage. Wir haben mehrmals schon gesehen eine VIX-3-Punkte-Umkehr. Wir haben Put-Call-Ratios gesehen, die letzte Woche sogar einmal über 2,0 waren. Das bedeutet doppelt so viele Puts gehandelt wie Calls. Ne? Also das heißt Fear and Greed Index. Auch. Und wir sehen also, dass der Markt wirklich voller Panik steckt und immer wenn wir als Optionsverkäufer Panik hören, dann wissen wir natürlich, okay, die Prämien sind jetzt entsprechend hoch. Das heißt, hier ist momentan als Optionsverkäufer etwas zu holen, aber es gibt natürlich auch Risiken und die sollten wir auch hier an der Stelle mal ganz klar benennen. Ich will auch mit den Risiken anfangen. Also, Punkt Nummer 1 ist, dass der Markt jetzt mehrmals die Tiefs nach unten getestet hat. Also wir hatten ja dieses Tief zu Beginn des Februars und danach ging es eigentlich wieder recht schön nach oben. Wir sind dann hier ja immerhin vom Tief, ich gucke hier gerade auf meine Charts, wir waren so im Tief bei roundabout 2520 im S&P, sind dann wieder hochgelaufen bis 2800 und dann ging es auch wieder runter. Wir haben auf Schlusskursbasis sogar neue Tiefs jetzt in den letzten Tagen gemacht, ganz speziell hier am 2. April. Dann hatten wir letzte Woche drei schöne Tage hintereinander, wo es also gut nach oben lief und dann, wie gesagt, kam aber wieder der Freitag nach oben. So, und das Ding ist einfach das, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, lautet ja ein altes Sprichwort. Und das heißt natürlich, sollte der Markt jetzt nochmal, warum auch immer, Angst bekommen und sollte nochmal nach unten abtauchen, ne, dann steht einfach zu befürchten, dass dann nochmal so eine Verkaufslawine ins Laufen kommt, die dann den, wir bleiben mal beim S&P, die den S&P dann doch nochmal deutlich nach unten bringt. Also das heißt, wir reden dann nicht nochmal, dass er vielleicht 10 Punkte unten drunter schaut, sondern dass wir dann eher vielleicht nochmal 100 oder auch vielleicht sogar 200 Punkte nochmal tiefer gehen. Also vielleicht bis in den Bereich irgendwie von 2, 4 oder irgendetwas. Was dann übrigens auch zur Folge hätte, wenn wir so auf 2, 4, also das war dann das Hoch vom März letzten Jahres. Das ist auch so eine, das wäre auch charttechnisch eine vernünftige Unterstützung, wo man sagt, okay, da könnte man unter Umständen nochmal hingehen. Ne? Und dann hätte man auch einen Großteil der Trump-Rally wieder zurückgehandelt. Also das steht im Raum und zwar ganz einfach, weil natürlich wir sehr viel Algos im Markt haben, das heißt Verkaufsprogramme. Und es ist ja ganz klar, jeder, der jetzt long ist, überlegt mal, wo würdet ihr jetzt, wenn ihr jetzt wieder gekauft habt in den letzten Tagen, wo würdet ihr rausgehen? Ne? Und die meisten würden halt unter den Tiefs rausgehen, die wir jetzt im Markt haben. Und
wenn das eben passiert, dann kommen auch die ganzen Algorithmen rein und sagen, okay, dann verkauf jetzt an der Stelle, also die einmal Stop-Loss ziehen und zum anderen aber auch richtig Verkaufsprogramme, die dann einsetzen. Und das könnte dann eben nochmal eine relativ schnelle Lawine auslösen. Das muss gar nicht lange dauern. Das kann ein, zwei Tage dann dauern und dann sehen wir nochmal das Ganze richtig nach unten brechen und das trotz der vielen Panikzeichen, die wir hier schon haben. Und dann sind wir natürlich in einem ganz, ganz anderen, Volatilitätsumfeld nochmal. Und das ist also wirklich ein Risiko, was wir im Markt haben. Das muss man ganz, ganz klar sehen. Am Ende kann sich zwar keiner, weder die Amerikaner noch die Chinesen, so einen Trade War, also einen Handelskrieg leisten, aber ob das dann so unbedingt erstmal zählt in den oberen Etagen, ist eine andere Frage. Ne? Und man muss einfach sagen, hier in den Charts ist viel Porzellan zerschlagen worden und das sieht wirklich nicht so gut aus und man muss auch vor allem darauf achten, gerade als Optionshändler, dass die Vola dann nochmal deutlich anspringen könnte. Ne? So, und bevor wir jetzt zum Positiven kommen, vielleicht, wie sollte man darauf reagieren? Also, wir müssen ganz klar sagen, okay, es gibt ein schönes Sprichwort, in doubt, stay out, also im Zweifel lieber draußen bleiben. Das heißt, wer jetzt nicht unbedingt in dem Markt was machen muss, der muss auch nicht unbedingt da jetzt reingehen. Ne? Das ist manchmal besser außen vor zu sein. Und wer jetzt Positionen hat, der muss sich halt jetzt überlegen, okay, wie gehe ich mit diesen Positionen um? Man kann natürlich auf der einen Seite diese Positionen hedgen. Wer Konto groß genug hat, kann das machen, indem er Delta-Hedging betreibt. Also das heißt zum Beispiel mit Futures oder mit Short-Positionen, beispielsweise den Spider, dagegen halten. Heute Morgen sehen wir ja, dass Chinesen oder die Asiaten allgemein erstmal sehr positiv reagiert haben übers Wochenende. Der Markt geht schon mal wieder nach oben. Ne? Und vielleicht auch hier nochmal überlegen, okay, guckt euch in Ruhe alle Positionen an, die ihr habt. Ich erwarte jetzt nicht, das Video kommt ja heute dann irgendwann um, ich glaube, 16 Uhr oder sowas, dass es nun zu dem Zeitpunkt gleich wieder runtergeht. Wir wissen es aber auch nicht. Ne? Auch das muss man ganz klar sagen, wir wissen es nicht. Und das heißt, schaut euch nochmal alle Positionen an. Was könnt ihr unter Umständen da rausnehmen? Wo sagt ihr, okay, das ist sicher? Wo könnt ihr unter Umständen Delta-Hedging betreiben? Also was könnt ihr machen? Achtet vor allen Dingen auf die Volas, was da passiert. Ne? So, jetzt ist aber natürlich so, in jeder Krise lässt sich auch Geld machen. Und wie lässt sich jetzt Geld machen? Ne? Das ist sicherlich grundsätzlich betrachtet eine gute Zeit für Optionsverkäufer. Allerdings ist es hier sehr, sehr entscheidend, was für einen Zeithorizont hast du. Wenn du jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr kurzen Zeithorizont hast, das heißt, du sagst, mir ist es wichtig, dass am Ende des Monats eine positive Performance dasteht, dann ist das eine schlechte Zeit für dich. Das heißt, dann solltest du auch lieber draußen bleiben, dann solltest du jetzt momentan nichts machen. Wenn du sagst, mir ist es wichtig, was in einem Jahr oder in zwei Jahren auf dem Konto ist, dann ist es momentan eine sehr, sehr gute Zeit hier. Und zwar könntest du etwas machen oder könnte man jetzt etwas machen, über was wir hier auch schon mal gesprochen haben, nämlich dadurch, dass die Angst ja jetzt schon so groß ist im Markt, selbst wenn der Markt jetzt nochmal abtaucht, und da reden wir ja jetzt vielleicht nochmal über 6, 7, 8, vielleicht, komm, lass es 10% sein im schlimmsten Falle, reden wir natürlich auch jetzt nicht über eine Katastrophe, die da jetzt hier passiert. Ne? Und das bedeutet natürlich, dass du dich zum Beispiel jetzt anhand der hohen Prämien mit Aktien, die du gerne hast, mit Cash Secured Puts auf die Lauer legen kannst. Ne? Also die Chance, jetzt vielleicht mal irgendwo noch gefüllt zu werden, irgendwo noch eine gute Prämie zu bekommen, die ist natürlich definitiv gegeben. Das heißt, du kannst Cash Secured Puts schreiben, wenn du Glück hast, also Cash Secured Puts mit der Erwartungshaltung auch, dass du die Aktien bekommst. Du bekommst eine gute Prämie aktuell und wenn du Glück hast und der Markt geht tatsächlich runter, kriegst du auch noch die Aktien. So, das war also eine Chance, die du jetzt hast. Die zweite Chance, die man momentan nutzen kann, das ist natürlich jetzt etwas, wo man den alten Warren Buffett-Trade mal nachmachen könnte. Ne? Nein, nicht die Coca-Cola-Geschichte, über die wir alle reden, sondern ihr wisst, sucht auch mal hier im Kanal, gab es ein Video auch, habe ich schon ein oder zwei Videos darüber gemacht. Warren Buffett hat angefangen, glaube ich, im Jahr 2006, 7, 8, hat er ja immer sehr, sehr langlaufende Optionen verkauft auf verschiedene Indizes. Damals war es der FTSE, der Eurostoxx, der S&P und der Nikkei. Und wir können das auch machen. Also,
Ihr könnt relativ langlaufende Optionen jetzt verkaufen auf den S&P. Die Futures werden bis, da gibt es momentan Optionen bis März 2019. Ihr könnt Optionen verkaufen, ich gucke mal nach, wie lange es die gibt, im Spider beispielsweise, also das heißt den SPY, da gibt es, das muss ich jetzt schnell schauen, die längsten Optionen, die es da gibt, bis in den Dezember 2020. Ne? 2020, das heißt mit 984 Tagen Restlaufzeit. Diese Optionen sind extrem angestiegen, die haben sich auch teilweise verfünffacht, verzehnfacht, das heißt, die sind sehr, sehr teuer. Und nur um mal eine Idee zu bekommen, der S&P oder der Spider steht momentan bei 260. Wenn ihr momentan einen 100er Put verkauft, dann bekommt ihr dafür $100. Ne? Das sind also mehr als 60% unter dem aktuellen Preis. Ihr bekommt $100 für eine Prämie von, also $100 für eine Margin von ungefähr $800. Das sind 10% auf 3 Jahre. Jetzt wisst ihr aber alle natürlich, ihr bleibt nicht 3 Jahre in dem Trade. Ihr könnt natürlich auch kürzere Laufzeit nehmen. Das war ein Extrembeispiel, ne? Also mit 100. Aber dass man jetzt sagt, okay, man nimmt lang laufende Optionen momentan, die werden natürlich, wenn es jetzt nochmal runtergeht, auch nochmal anspringen. Ne? Vielleicht verdoppeln die sich im schlimmsten Fall auch nochmal. Aber stellt euch mal vor, der Spider fällt von 260 auf 230 und ihr habt vielleicht einen 150er Put geschrieben. Ist das dann wirklich schlimm? Ne? Also ist das dann wirklich schlimm? Und vor allen Dingen überlegt mal, diese Optionen, ganz wichtig, gerade im Spider, sind physische Lieferungen. Das heißt, ihr könntet dann auch sagen, okay, erstens, sie sind American Style, ne? Die könnten jederzeit ausgeübt werden, aber ja nur, wenn sie im Geld sind. Und ihr könntet dann den S&P entsprechend da auch kaufen. Das heißt, stellt euch vor, ihr verkauft jetzt einen 130er Put im Spider und der fällt auf 130 und ihr werdet zugeteilt. Dann kauft ihr den S&P, nachdem er 70% gefallen ist. Lohnt es sich, den S&P bei 70% Verlust zu kaufen? Wahrscheinlich schon. Ne? So, das heißt, so, das kann man jetzt machen. Das sind definitiv Chancen. Und gerade wer ein Langfristdepot hat, wo er eben Aktien kauft, wo er sagt, ich möchte langfristige Vorsorge betreiben, der hat hier natürlich jetzt eine gute Gelegenheit, sich Geld reinzuholen. Der hat eine gute Gelegenheit, sich Aktien jetzt hier reinzuholen, je nachdem, also Cash Secured Puts machen, Spider, S&P, was auch immer, Nikkei, ihr könnt DAX-Optionen, ich gucke mal gerade nach im DAX, wie lange die laufen. Im DAX habt ihr natürlich den Nachteil, überhaupt bei diesen ganzen langlaufenden Optionen habt ihr natürlich den Nachteil, die sind meist ein bisschen enger vom, oder nicht enger, im Gegenteil, die sind weiter vom Spread her, aber nichtsdestotrotz sind die gut handelbar, wenn man sich da reinlegt. Und zum Beispiel der DAX, ne, das ist unglaublich, der hat momentan, jetzt muss ich mal ganz schnell schauen, was ja noch so einigermaßen auch handelbar ist. Also, gucken wir mal, beispielsweise der Dezember 2020 werden Optionen runtergehandelt bis 7.000. Wir liegen bei 12.200 momentan. Ne? Guckt euch die Euro-Stocks-Optionen an. Auch die werden sehr, sehr lang gehandelt. Klar, das seht ihr immer kein Bit aus. Das heißt, ihr müsst ein bisschen über den Optionspreisrechner euch reinlegen. Ihr müsst ein bisschen schauen, okay, heute geht der Markt runter oder heute geht er ein bisschen hoch. Ich lege mich mal so rein. Ich kann euch nicht garantieren, dass ihr da gefüllt werdet. Ne? Aber da geht schon ein bisschen was um. Und ich will euch nur mal ein paar Zahlen nennen. Dann sind wir auch am Ende hier bei dem Video. Wenn wir beispielsweise in den Euro-Stocks gehen, der wird auch gehandelt, übrigens der wird gehandelt, ne? Das weiß nicht, ob der eine oder andere das von euch weiß, bis ins Jahr 2027 werden da Optionen gehandelt. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen realistischer ran und gucken mal, wo es da was Vernünftiges gibt. Also, der ist momentan bei 3.400 und da werden momentan zum Beispiel Dezember 2026, also noch über, das sind fast noch 10 Jahre, ne? Da liegen jetzt schon am 1000er Strike 11.000 Puts.
Und glaubt mir, die sind nicht gekauft, die sind geschrieben. Ne? Also die sind geschrieben, die werden wir als Private nicht bekommen, hier über IB. Aber wer zum Beispiel geht in den Juni 2019, ne? Da könnt ihr runtergehen und da kriegt ihr hier bei der Hälfte, also bei 1700 beispielsweise, bekommt ihr für so eine Option aktuell, ich guck mal nach, 100 Dollar auch hier für, oder 100 Euro für 800 Euro Prämie. Also eine super, super Sache beim Delta von 0,01. Werden sich diese Optionen in einem Crash, wenn wir eine bekommen, nochmal erhöhen? Klar werden die sich erhöhen, aber nicht mehr extrem. Ne? Und das ist also auf jeden Fall das, was ihr als Langfrist-Investoren jetzt auch mit Optionen machen könnt. Also das lohnt sich definitiv. Nochmal kurz zusammengefasst, kurzfristig durchaus also Risiken im Markt, dass der Markt nochmal nach unten durchfällt. Deswegen, wer kurzfristig agiert oder kurzfristigere Positionen hat, der muss weiterhin hedgen und der muss auch damit leben, genau wie ich damit leben muss, in meinen vorzeigbaren Depots. Ne? Und da wird die Häme jetzt auch wieder über uns hereinbrechen und das ist okay. Das gehört einfach mit dazu, dass wir da Geld verlieren. Das ist halt einfach so. Ne? Wer kurzfristiger agiert und das auch noch herzeigt, der verliert als Optionsverkäufer in so einer Phase Geld. Punkt. Langfristig gute Chancen jetzt aktuell und ich werde also, ich habe ein bisschen schon was angefangen und ich werde auch weiterhin mein Langfristdepot gerade da hier ein bisschen bestücken, weil da gucke ich nicht drauf, wie habe ich jetzt meine Veränderung heute oder morgen, sondern was kaufe ich mir da jetzt ein und das weiß ich, dass sich das definitiv lohnt. Okay, in diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Handelswoche mit guten Ideen, vor allen Dingen mit guten Nerven und drücken wir mal die Daumen, dass der Verrückte in Peking und dass der Verrückte in Washington, weil die sind beide ja auf ihre Art so ein bisschen Machos, die sich da bekriegen, dass die einigermaßen die Finger ruhig halten. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.